Tja, und hallo zurück zu einer Folge Hogwarts Legacy. Ja, ist schon wieder ein kleines bisschen länger her. Ich hatte nicht so die Zeit bzw. Nerv zu spielen. Aber es geht jetzt weiter. So, ich hatte jetzt beschlossen, ich wollte ja erst eigentlich die berüchtigten Gegner und die Karte weitermachen. Aber ganz ehrlich, ich werde jetzt mal, nachdem ich gesehen habe, was denn die Quest, Hauptquest anzeigt, will ich da mal weitermachen, denn ich habe gesehen, Aufträge, dass es um Besen geht. Das heißt wohl, dass wir da hoffentlich ein wenig weiterkommen mit dem Besen, mit dem schneller sein, weil uns fehlen ja noch zwei Updates vom Besen. Waren das zwei? Ja, zwei Updates vom Besen fehlen uns noch. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir mit der Hauptstory weiter. Gut, haben wir schon. Einfach mache ich denn eigentlich so einen Unsinn? Wir gehen auf Karte finden. Ach, du kriegst die Tür nicht zu da hinten. Okay, dann porten wir uns mal dahin. Ich habe meine Kaukohlvorräte zwischenzeitlich wieder aufgefrischt und auch ein bisschen die Tiere noch vorher verpflegt, dass wir da genug Materialien sammeln. Ich würde auch sagen, wir werden uns jetzt mal daran wagen, bei der Ausrüstung hier. Wo sind wir denn? Da oben müssen wir hin. Okay, krieg ich meinen Besen. Danke. Ja, und ein weiteres Problem mit Aufnehmen ist momentan, ich weiß nicht wieso, weshalb, warum, aber momentan tränen mir ständig meine Augen. Ich muss, glaube ich, mal einen Allergietest doch machen, weil das ist krass momentan. Das heißt, Augentränen, Nase ist etwas zu. Ich weiß auch nicht. Ich habe normalerweise keine Allergien. Geht es Jedenfalls nicht, dass Beugnisschlinge ich gut? wüsste. Nadja hat mir Ja! erzählt, was passiert ist. Ja, Morgenschwingelse geht sehr Ich gut. passe Ist jetzt gut auf bei uns. Wolkenschwinge auf. Versprochen. Mach dir keine Sorgen, Poppy. Gut. Was auch immer die Wilderer planen, Wolkenschwinge soll nicht in ihre Nähe kommen. Du sagtest, du wüsstest etwas Neues zu den Wilderern. Und dass es mit mir zu tun hätte. Stimmt. Ich habe im Eberkopf was mitbekommen und sie haben den Befehl von Victor Rookwood, dich sofort gefangen zu nehmen. Hat das etwas damit zu tun, dass Rookwood und Harlow dich nach dem Trollangriff in den drei Besen belästigt haben? Irgendwie schon. Aber gerade würde ich lieber von dir hören, was die Wilderer noch vorhaben. Sicher. Aber ich hoffe, du sagst mir, wenn ich helfen kann. Vor allem nach dem, was du für Wolkenschwinge getan hast. Gerne doch. Sagt dir der Name Hornschwanzhalle etwas? Ich glaube nicht. Warum? Was ist das? Offenbar das bestgehütete Geheimnis der Wilderer. Der Name wurde zweimal genannt, aber sie gingen nie ins Detail. Außerdem habe ich einen von ihnen prahlen hören, wie viel Gold sie verdienen. Sicherlich auf Kosten unschuldiger Kreaturen. Sie haben auch diese Gegend erwähnt und ich dachte, wenn wir uns etwas umsehen, finden wir heraus, was sie im Schilde führen. Wenn du meine Oma triffst, dieser Ausflug hat nie stattgefunden. Welcher Ausflug? Welcher Ausflug? Keine Sorge, Poppy. Wenn ich deine Oma je treffe, erwähne ich das hier nicht. Normalerweise sage ich ihr alles. Sie ist meine beste Freundin nach Wolkenschwinge, aber sie weiß, was ich von Wilderern halte. Ich glaube, sie fürchtet, ich könnte etwas Törichtes tun. Wie kommt sie denn nur darauf? Sind wir jetzt beste Freunde nach Wolkenschwinge? Jena? Nach der Oma? Das war cool. So, gut, wir sind noch darauf vorbereitet. Was halt wieder stört, ist, dass die alte Magie wieder auf 2 runter ist. Das ist was mich bei dem Spiel echt stört. Aber gut, die dürften wir ja relativ schnell wieder voll bekommen. Ein Centaur. Sei vorsichtig. Da oben. Ja, ich sehe es. Wir sind nett. Wir sind Ein nett. ganzes Schloss und Sie möchten ausgerechnet hier lang. Bitte, wir wollen keinen Ärger. Wir müssen nur hier durch. Halten Sie uns für dumm, dass wir nicht merken, wie immer mehr von Ihrer Art herkommen, zusammen mit den Wilderern? Wir sind nicht auf Ihrer Seite. Im Gegenteil, wir wollen Sie aufhalten. Ich hoffe für Sie, dass das stimmt. Unsere Geduld mit den Wilderern und ihren Handlangern wird bald am Ende sein.
Jo, wir helfen euch gerne. Ich mag die Wilderer auch nicht. Er war durchaus charmant. Es hätte schlimmer kommen können. Zentauren mögen Zauberer nicht besonders. Und die Wilderer sind da keine Hilfe. Aber warum hat er geglaubt, wir hätten etwas mit Wilderern zu tun? Ich habe die Wilderer mit einigen Bewohnern von Hogsmeade sprechen sehen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht sind die Zentauren deshalb misstrauisch. Das könnte möglich sein. So, ich werde mal Feuchtzauber hier drauf gehen. Hallo? Hallo? Ich wollte gerade sagen, ich habe dir die richtige Taste. Oh, hi. Na, du Hübsche? Oh, ist sie süß. Wobei, nee, ist kein Reh, ist ein Hirsch. Oh, nett. Es ist das dritte Mal, dass ich einen Sumpfkrattler derart erlebt habe. Es scheint, viele Tierwesen sind in letzter Zeit aggressiver als sonst. Das ist mir auch er hat Reh getötet. Hirsch getötet. Die Hirschkuh. Arme Hirschkuh. Nicht nett. Revelio. Ist er noch da? Oh, warte mal, da ist eine Truhe. Nee. Was ist denn das? Ist das eine Truhe? Nee. Oh, hier waren wir noch nicht gewesen. Waren wir hier schon gewesen? Ich glaube nicht. Wie seltsam. Was meinst du? Ich weiß nicht, aber sieh dich um. Wenn die Wilderer hier waren, erfahren wir vielleicht warum. Warum haben sie ihre Käfige nicht mitgenommen? Hier ist was Nettes. Revelio. Hier ist was Nettes, definitiv. Pelze. Arme Tierwesen. Das ist cool. Gut, die sind uninteressant. Mann, ja, toll. Tasche. Das ist Koboldmetall. Was macht Moment. Das in einem Wildererlager? Moment. Ich sollte Poppy davon berichten. Das ist sehr groß. Das ist sehr groß. Rauch. Sie können noch nicht lange fort sein. Nee, und ich habe ein dummes Gefühl. Das ist doch eine Truhe, die da ist. Ich werde mal hingehen. Ich hoffe, dass das kein Krattler ist. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Ja, komm, geh da hoch. Meine Güte. So ist es auch wieder nicht. Ach Gott. Ach, wieder die Steine. Junge, du hast doch gemerkt, was in Herr der Ringe passiert ist. Vor den Minen von Moria. Nicht mit Steinen in den... Schrecke das Wasser nicht auf. Eindeutig. Aber ich habe noch etwas gefunden. Es wurde von Kobolden gefertigt. Ich habe Koboldrüstungen gefunden. Suchen wir weiter. Aber vorsichtig. Nur Merlin weiß, was hier vor sich geht. Ja. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Kann ich verstehen. Voll und ganz, meine Liebe. Was könnte Kobolde und Wilderer zusammenbringen? Ich habe da so eine leichte... Ganz klar Wilderer. Aber keine Kreaturen. Was machen die denn hier draußen? Ich habe so eine dumme Idee. Die werden sich nicht freuen, uns zu sehen. Nähern wir uns mit Desillusionierung oder weniger diskret? Wir nähern uns diskret. Sehen wir uns genauer um. Wir nähern uns diskret. Warum sollten wir uns hier... Ich träume von einer besseren Welt. Ja, darfst du gerne. Okay, du da könntest uns sehen. Ich habe keine Ahnung, warum es einen Wirbel um das Wildern gibt. Es gibt genug Tierwesen für alle. Ich euch auch. So, hauen wir erstmal dich in den Schlaf. Schwarz-Weiß-Denken zeugt meiner Meinung nach von geringer Vorstellungskraft. Ja, Schwarz-Weiß-Denken ist verkehrt, aber man sollte sich überlegen, was man Schwarz-Weiß denkt, weil ihr denkt sehr beziehungsweise landet in 10 verschiedenen Gräbern. Man sollte sich überlegen, über was man denkt.
Schwarz-Weiß-Denken ist auf jeden Fall verkehrt. Du musst mindestens eine Woche warten, bevor du den Spuren von einem Streeler folgst. Die müssen erst verschmähen. Oh je. Das ist echt momentan. Aber dann kannst du ein paar tolle Schätze finden. Ich sag's dir. Ich hab mal einen Kupfertopf mit einem echten Juridicus Totalus. Okay, du bist erledigt. Jetzt müssen wir nur noch. Bei den Drachenkämpfen zu wetten, war meine bisher beste Entscheidung. Oh, das hast du wahrscheinlich gesehen. Stimmt's oder habe ich recht? Ja. Auch weißt du was? Ups. Bei Merlin. Man könnte meinen, die bewachen hier den Zaubereiminister persönlich. Ups. Was geht hier vor? Tja, finden wir es raus. Einmal bitte. Wir haben es ja drin. Ups. Ups. Also, dass die Brücke so fragil ist, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber der Vorteil ist, wenn hier jemand gekommen wäre, der hätte nicht drüber kommen können über die Brücke so einfach. So, was haben wir denn hier alles? Oh. Eine Menge Kutschen. Kann ich die mitnehmen? Ein Fiaker. Ah, ja. Na ja, gut, ein Landauer wird mir besser gefallen. Oder ein Vis-a-vis. Okay, es geht in einen Dungeon. Auch wenn es ein Zelt ist. Was bei Merlins Bart? Sind das Drachen? Ja. Ein Drachenkampfring. Das ist die Hornschwanzhalle. Das erklärt den Namen und die Heimlichkeit. Kein Wunder, dass die Wilderer so oft in Hogsmeade waren. Sie haben dort sicher Wetten angenommen und Zuschauer angelockt, so voll wie es hier ist. Wie kann man an so etwas Spaß haben? Die Zentauren haben wirklich allen Grund, uns Zauberer zu verachten. Hier müssen noch mehr Drachen sein. Die Wilderer sind zu gierig, um nur zwei Drachen gegeneinander antreten zu lassen. Wir sollten ausnutzen, dass die meisten mit dem Kampf beschäftigt sind und uns umsehen. Aber diskret. Besonders du darfst nicht entdeckt werden. Oh, eine sehr gute Idee. Was hat Victor sich dabei gedacht, mit ihnen Geschäfte zu machen? Petrificus Totalus. Ja, wie ich sagte, irgendwie. Ja, aber das erklärt auch so einiges. So, wo kommen wir denn da weiter? Das ist der Ausgang. Hier können wir rein. Okay, das ist natürlich da, wo die Zuschauer sind, würde ich sagen. Oder nee, hinter den Kulissen. Okay. Hast du von deiner Familie gehört? Hat sich einer deiner Brüder mittlerweile besonnen? Treten sie uns bei? Devilio. Sie sagen, wir gehen zu weit, dass wir mit Gewalt nicht bekommen, was wir wollen. Ich sage, wenn auch der letzte Zauberer erdolcht ist, dann habe ich mit Gewalt genau das bekommen, was ich will. Es widert mich an, an ihrer Seite zu arbeiten. Wir treffen uns total. Ach, geht mir nicht auf den Zeiger. Revelio. Von euren Münzen habt ihr nichts. Die nehme ich jetzt mit. Boah, ist das widerlich. Petrificus Totalus. Diese Drachenkämpfe sind so widerlich.
Und wir räumen jetzt hier halt ein bisschen auf. Oh, ich höre schon was. Oi, oi, oi. Wir werden doch nicht so wie in Harry Potter mit einem Drachen fliegen? Hast du die Kobolde gehört? Vanrock und die Wilderer arbeiten zusammen. Poppy, da ist etwas hinter dir. Was passiert da unten? Ah, widerlich. Sie müssen sie gerade gefangen haben. Sie wehrt sich ziemlich heftig. Nicht gerade ein fairer Kampf, wenn sie so angekettet ist. Greifen wir ihr unter die Flügel. Yes! Aber ich möchte trotzdem getarnt bleiben. Gern ein Demi-Guys. Meinst du? Okay, hier ist eine Tür. Sieh nur, die haben ein Drachenei. Ein Hybride, wie es aussieht. Wir können es nicht hier lassen. Die haben sicher nichts Gutes damit vor. Nö. Ach. Das nehmen wir doch gerne mit. Aber was ich mich halt frage, ob das gesichert ist. Ja, da ist ein Schloss davor, aber... Hallo, Homura. Das ist kein Drachenei. Der war richtig. War schon richtig gewesen, okay. Ja, gut. Ist das wirklich ein Drachenei? Da ist Alarm gesichert, oder? Ne, wir haben's. Gut. Aber dank. Ich habe das Ei. Bereit? Das Überraschungsmoment verschafft uns nur ein paar Sekunden. Dann nutzen wir sie. Ja. Ich könnte uns aber auch. Fass, mein lieben Kaukohle. Oh, oh, oh. Ich habe das Gefühl, dass wir gegen sie kämpfen müssen. Vielleicht sollte ich nachsehen. Okay, habe ich schon leisere Zentauren gehört. Ich hatte die Schlüger freuen. Da muss wohl etwas gestutzt werden. Zurück in den Staub. Okay. Du bist so laut wie ein Troll. Kozio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Kozio. Okay, das war das. Du arme Maus. Ach, guck mal, was haben wir denn da? Dich suchen wir doch. Und du hast eine Freundin dabei. Ja, hab ich. Und? Nee.
Ich sag. Was für ein Moment. Was für ein Wettkampf mit Platz. Ah, Mann. Das wird Mark Filioso. Ah, Mann. Wo ist er denn? Ist das? Wir haben keine Zeit, wir müssen sie befreien, bevor noch mehr kommen. Repulso. Naja. Wieso habe ich kein... Ziel auf den Ring vorne. Ja, ich weiß. Ach Mist. Da. Hallo. Genau, das brauche ich. Dichter. Dichter brauche ich. Akio. Okay, haben wir? Bitte will müssen. Ich will erst nicht gegen dich kämpfen. Gute Idee. Das finden wir dann wohl raus. Press ihn! Braves Mädchen! Okay, bitte jetzt keine Rennszene, bitte keine Fluchtszene jetzt. Ich habe keinen Bock auf eine Fluchtszene, nee. Das war, ja. Wir haben natürlich wieder einiges an Kaukohl aufgebraucht. Das war ein schwarzer Hybride. Das Ei in unserem Besitz gehört wohl dem Drachen. Sie wusste sicher nicht, dass sie es hatten. Ansonsten wäre sie nie gegangen. Was jetzt? Sie hat uns ja keine Einladung gegeben. Ich weiß es nicht. Heute kam alles anders als erwartet. Erst die Kobolde, dann der Kampfring. Und ein Drachenei ist das Letzte, mit dem ich gerechnet hatte. Und die Wilderer haben uns gesehen. Das ist nicht gut. Sollten wir Ärger von den Wilderern erwarten? Nachdem sie Ärger mit uns hatten? Wir sollten davon ausgehen. Die sind nicht gerade nachsichtig. Leider hast du aufgrund unserer Taten jetzt eine noch größere Zielscheibe auf dem Rücken als vorher. Oh. Who cares? Da das Drachenweibchen weggeflogen ist, können wir das Ei behalten? Besser wir als die Wilderer, zumindest vorerst. Aber ich finde nicht, dass wir es dauerhaft behalten sollten. Vor Professor Weasley können wir es jedenfalls nicht ewig verstecken. Herumstehen hilft uns auch nicht. Bringen wir uns in Sicherheit, dann besprechen wir alles. Stimmt. Amen. Wenn die Wilderer etwas können, dann ihre Beute aufspüren. Und im Moment sind das wir. Mhm. Pass auf, ja? Wir sehen uns dann später im Schloss. Ja. Da haben wir wieder einen Hauptauftrag abgeschlossen. Ist schon krass. Na, das Zelt ist jetzt komplettito, würde ich sagen, hinüber. Ja, beziehungsweise, wieso sind wir... Ach, wir sind...
Es wird Zeit, dass sie den Verwandlungszauber lernen. Juhu! Nachdem sie die nötigen Aufgaben erfüllt haben, die nützlich sein werden, um ihr Handbuch zu vervollständigen, besuchen sie meinen Unterricht. Danach besprechen wir ihren bisherigen Fortschritt. Noch mehr? Noch mehr? Ich glaube nicht. So, dann gucken wir mal. Aufträge. Wie viele Aufträge haben wir? Das kann eigentlich nicht sein. Okay. Wir werden aber... Oh, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben was bekommen. Ja, Kampf. Was haben wir denn da bekommen? Das hier. Oh. Okay, das ist natürlich interessant. Wir schauen mal hier. Was haben wir denn? Herbstfestmantel, Halloween-Kürbismaske, Offiziersmütze. Ja. Ich würde aber gerne erstmal Sammlung Talente. Haben sie mal im Level gestiegen? Tatsächlich. Ich würde schon ganz gerne den Punkt aufheben, weil uns stehen ja noch zwei Sachen bevor. Deswegen würde ich den ungern jetzt hier benutzen. Wir gehen mal auf die Karte, gehen erstmal zurück zu Raum der Wünsche. Ich werde da meinen Vorrat an Kaukohl wieder auffrischen. Und ich würde sagen, wir brauen uns mal eins, zwei von den Mega-Power-Tränken, weil irgendwie haben wir das doch ein bisschen wenig, habe ich das Gefühl gerade. Oder kommt mir das nur so vor? Müsste ich gerade mal gleich gucken. Wie viel haben wir denn jetzt? Inventar. Ausrüstung. Müsste doch hier eigentlich zu sehen sein, oder? War das hier zu sehen? Nee. Wo war denn das zu sehen? Beim normalen Inventar? Nee. Da ist das Ei. Oh, wir haben aber eine Menge Zutaten hier. Zeigt er uns hier nicht an. Okay. Okay, wir gehen erstmal Kaukohl sammeln. Mach mal die Tür auf. Hier müsste sich ja eigentlich auch noch ein bisschen was ändern. So, 7 haben wir. Das heißt, wir nehmen hier welche. 1, 2 und dann nehmen wir den einzelnen. Dann haben wir wieder 12 Stück. Ja. Jetzt dürften wir eigentlich keinen mehr nehmen können, oder? Ja. Sehr schön. Dann nehmen wir mal den Dünger hier weg. Wir nehmen die Kräuter weg. Dann gehen wir hier hinten hin. Nehmen noch schnell die Mondsteine hier weg. Oh, da war... Nein, 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 nein. Den da. Danke. So, dann werden wir mal hier... So, den. Und den. So. So, sammeln. Sammeln. Ah ja, haben wir schon gesammelt? Okay. Ah, gut, wir haben... Wir sind voll. Gut, das ist sehr schön. Waren es doch nicht so viele, wie ich dachte. Gut, dann werden wir mal zu Professor Weasley gehen. Weil das ist ja momentan der einzige Auftrag, den wir großartig verfolgen können. Auftrag verfolgen. Auf der Karte finden. Okay. Dann gehen wir mal hier lang. Ich hoffe, das war relativ nah dran. Ach, jetzt weiß ich wieder, wo ich das umgeändert habe. Ich werde nochmal die Zauber wieder umändern. Hallo, wieso brauchst du jetzt so lange? Danke. Nein. Jetzt bitte nicht den Kaukohl schmeißen. Danke. So, okay, wir werden einmal hier jetzt umändern wieder. Hier machen wir wieder den hin. Genau, und
da machen wir wieder den hin. Gut. So. Komm. Hier hoch, dann hier runter und hier lang und da lang und hier. Unterirdischer Hafen. Was zum Geier? What the? So, wann ist denn... Was, ein Fahrstuhl? Ich wusste gar, dass das ein Fahrstuhl... Dass man dann... What the? Okay, den kenne ich. Das ist also der unterirdische Hafen. Lol. Okay, den kenne ich natürlich überhaupt noch nicht. Was haben wir denn hier Schönes zu finden? Oh, ja. Eine Handbuchseite? Schrecke das Wasser nicht auf. Da links ist er. Die graue Dame. Ich würde ja Hallo sagen, aber sie wirkt nicht sehr gesellig. Ich hoffe, dass das jetzt nicht triggert. Da ist das. Wir machen mal die Truhe hier auf. Sehr schön. Ah, cool. Hier ist es also, wo Harry, Hermine und Harry, Hermine und Ron ankommen. Das ist doch garantiert. Ja, ich wusste es. Gib mir dein Geld. Gib mir dein Geld. So, was müssen wir denn hier machen? Okay. Okay. Ah, der führt uns hier an verschiedene Orte. Interesting. So, wo lang jetzt? Da lang. Okay, so. What? Spieler weiter. Ja, dann nicht. Ja, wir gehen zur Nachtzeit in die Bibliothek. Mhm. Lass mich raten, auch noch in der verbotenen Abteilung? Nee. Wir sind wohl ein spezieller Schüler. Wir können in die verbotene Abteilung. Wir können nachts unterwegs sein. Wir dürfen rausgehen in den verbotenen Wald und so weiter und so fort. Sachen, die eigentlich überhaupt nicht wir dürfen können. Dieses ja, Buch, nicht um das dürfen. Mich Professor Weasley bat, sollte hier irgendwo sein. Ja. Revelio. Suchst du das Buch Verwandlung, die Zwischenstufen? Ja. Professor Weasley hat mich um etwas aus diesem Buch gebeten. Darf ich es haben? Ist das so? Ich gebe dir das Buch, wenn du so nett bist und ein paar meiner Quizfragen beantwortest. Quiz? Manche Leute nennen Wissenshappen Trivialitäten. Ich finde, kein Wissen ist trivial. Deshalb habe ich ein kleines Quiz erstellt. Nur zum Spaß. Es geht hauptsächlich um Überlieferungen der Zaubererwelt. Niemand sonst will es versuchen, egal wie oft ich frage. Alle sagen, sie haben mit den Schulaufgaben genug zu tun. Sie legen nicht so viel Wert auf Wissen wie ich. Du bist doch sicher interessiert. Ich fange auch mit ein paar meiner einfachsten Fragen an. Wir sind nett. Das klingt nach Spaß. Großartig. Nur noch ein paar Fragen und dann gebe ich dir das Buch. Fangen wir an. Welches magische Wesen wurde vor der Erfindung des goldenen Schnatzes beim Quidditch verwendet? Ich würde fast sagen, der Schlangenvogel. Nein, falsch. Die Antwort lautet der goldene Schnatzer. Der Schnatzer wurde erstmals 1269 von einem Zauberer namens Barbarus Bracken Quidditch eingeführt. Leider gelten sie als ausgestorben. Nächste Frage.
Welcher Trank wird häufig als flüssiges Glück bezeichnet? Das weiß ich. Felix Felicis. Gut gemacht. Da er dem Trinkenden vorübergehend Glück bringt, ist Felix Felicis bei allen organisierten Wettbewerben verboten. Um welche magischen Artefakte geht es im Märchen von den drei Brüdern? Das weiß ich auch. Heiligtümer des Todes. Richtig. Laut Beedle dem Barden bestehen die Heiligtümer des Todes aus dem Elderstab, Dumbledore, dem Stein der Auferstehung und dem Tarnumhang. Welcher Ball im Quidditch ist der größte? Nein, das sind die, die einen jagen. Das ist der Quaffel. Der Quaffel. Das stimmt. Wenn ein Jäger den Quaffel in einem Quidditch-Spiel durch einen der drei Reifen wirft, bekommt seine Mannschaft 10 Punkte. Wahr oder falsch? Der Vielsafttrank erlaubt es, die Spezies zu wechseln. Ist das jetzt eine Fangfrage, ja oder nein? Weil wir haben ja gesehen, was mit Hermine passiert ist. Eigentlich schon. Tatsächlich lautet die Antwort falsch. Der Vielsafttrank kann zwar Dinge wie Alter oder Aussehen verändern, allerdings nicht die Spezies. So, ich denke, das reicht langsam. Ich lege das Buch jetzt wieder auf sein Podest. Wenn du dein Wissen noch einmal testen möchtest, kann ich dir noch viele weitere Fragen stellen. Und ich werde dir auch keine leichten Fragen mehr geben. Die nächsten werden schwieriger. Nicht jetzt. Ich habe gerade keine Zeit für ein Quiz. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Kriege ich jetzt das blöde Buch, danke. Ich habe das Buch zurück auf das Podest gelegt. Mit ja. Revelio sollte das schnell gehen. Revelio. Meine Mutter will mit mir sprechen. Ich schätze... von dem erfahren, was wir vorhaben. Ich hoffe, sie ist mir gegenüber nachsichtiger, wenn du dabei bist. Okay, interessant. Können wir uns in den drei Besen treffen? Seit wir den Drachen jetzt aus der ploppt hier einiges auf. Jetzt ploppt hier echt einiges auf. Das sind wohl die Hauptquesten, jetzt wo es weitergeht. Ich würde jetzt erst gerne die Quest machen und dann mal schauen, wie es weitergeht. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ja, ein paar Minuten haben wir noch Zeit. So. Okay, der Vielsafttrank hätte ich jetzt nicht erwartet, weil Hermine hat sich ja so halbwegs in eine Katze verwandelt, eigentlich. Na gut, halbwegs. Sie hat nur den Kopf gehabt. Ja gut, McGonagall hat sich ja... anders verwandelt. Die hat sich ja über normalen Verwandlungszauber gemacht. Ja, ich weiß, Karte. Karte. So, einmal warten. Ja. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Nicht? Sie sitzt schon da. Ruhe bitte. Verwandlung, das können Sie sicher nicht mehr hören, ist eine Wissenschaft, die ewiges Üben erfordert. Aber seien Sie unbesorgt. Es kann fast alles verwandelt werden, wenn man nur das Potenzial darin erkennt. Wie das immense Potenzial, dass ich in Ihnen allen sehe, wie Sie hier vor mir stehen. Vielleicht sehe ich auch nur schlecht. Nun, Sie wissen, was zu tun ist. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. A, Y, A, X. Da. A, Y, A, X. Das war knapp, Pikowski. Ich frage mich, was uns das dann bringen wird. Der Zauber ist ja nicht ohne Grund da. Schmetterlinge. Voll gemacht. Okay. Was wird der uns bringen?
Sie wollten meinen bisherigen Fortschritt besprechen, Professor? Ja, Sie scheinen sich ohne Schwierigkeiten eingearbeitet zu haben. Und Sie haben in diesem Jahr hervorragende Leistungen gezeigt. Vielen Dank, Professor. Die Zusatzaufgaben waren sehr hilfreich. Wie ich es vermutet habe. Wie es scheint, haben Sie die Möglichkeiten, die Ihnen Ihr Handbuch bietet, hervorragend genutzt. Natürlich ist das Handbuch nicht der einzige Maßstab. Dieg sagt, dass Sie ein Einhorn gefangen und es in den Raum der Wünsche gebracht haben. Ein so seltenes Tier zu schützen, ist eine Leistung, auf die Sie sehr stolz sein können. Vielen Dank, Professor. Ich muss sagen, dass ich besonders beeindruckt bin von dem, was Sie erreicht haben, angesichts der Gerüchte über Ihre außerschulischen Aktivitäten. Hatte Ihr Besuch bei einer ehemaligen Aurorin in Upper Hogsfield mit Professor Fig zu tun? Ich mag mir gar nicht vorstellen, worum es dabei ging. Professor Fig hat mich ermutigt, Erkundungen anzustellen, wenn ich kann, um mein Handbuch zu vervollständigen. Verstehe. Ich bewundere Ihre Lernbegeisterung, aber denken Sie bitte daran, dass Ihre Klassenarbeit und Ihr Handbuch Sie umfassend unterrichten sollen. Das Jahr ist bald zu Ende und Sie wollen sich sicher gut auf Ihre ZAGs vorbereiten. Zuvor stelle ich aber mit einer Abschlussbeurteilung sicher, dass Sie bereit sind. Bis dahin, gut gemacht. Sie können gehen. Ich habe so das Gefühl, dass unsere ZAG ein wenig katastrophaler werden wird. Ja, Belohnung wieder. Aufträge. Was haben wir denn hier bekommen? Sehr schön. Umhang des Klassenbesten. Das heißt, wir kriegen jetzt keine Zauber mehr? War es das echt gewesen mit den Zaubern? Nein. Zauberstabgriffe. Uns fehlen noch zwei Tiere, ja. Zutaten. Videoseiten. Tierwesen. Besen. Hä? Beschwörungen. Ah ja, das sind die hier. Okay. Okay, ja gut, da gucke ich jetzt nach. Also zwei Zauber haben wir ja eigentlich noch. Das könnte interessant werden. Weil hier geht's mit dem Drachen. Okay, wir gehen zu Nati. Erstmal mit dem Drachen, das, oder? Ah, nee, komm, wir machen in den drei Besen weiter. What? Okay, wir können in die Mine. Das heißt, uns würde das nächste Gebiet freigeschaltet werden. Riskieren wir es nicht. Wir riskieren es. Komm. Ich würde gerne jetzt in das neue Gebiet. Okay, das ist aber nicht das neue Gebiet. Wir gehen mal dahin, der Hauptquest nochmal nach und schauen mal, was uns da erwartet. Wir können ja zum Glück sowieso nicht weitermachen mit einer Hauptquest, wenn wir die Vorquest noch nicht gemacht haben. Das ist ja ein Glück. Weil die ein bisschen ineinander verknüpft sind. Mein Plan mit dem Helm hat nicht funktioniert. Aber ich habe noch eine Idee. Wir finden, was wir brauchen in einer Koboldmine südlich von Hogwarts. Kommen Sie dorthin mit jemandem, der Koboldugak spricht. Ah. Wenn ich mich richtig erinnere, erwähnte Amit etwas von Koboldugak. Okay, interessant. Haben wir jetzt zwei Aufträge bekommen? Tatsächlich. Ach, das ist Sebastian. Das hier ist,
Okay, dann würde ich gerne... Dann würde ich doch gerne dahin gehen, muss ich ehrlich sagen. Aber Astronomieturm, da kämen wir auch dann bei Nattis Mutter. Oder? Ich glaube, dann aktivieren wir jetzt auch Nattis Mutter. Ich würde gerne hier hingehen, wobei ich mir überlege, Sebastian ist ja, dass wir... Amit. Okay, dann gehen wir mal Richtung Amit. Ja. Könntest du bitte... Weil Sebastian wird auf jeden Fall mit den dunklen Künsten weitergehen. Dann müssten wir als nächstes den Imperio-Fluch eigentlich bekommen. Oh, Piefs, du nervst. Hallo, wo lang? Da hoch noch. Okay, noch höher. Okay, da ist Amit, würde ich sagen. Ja. Oh, hallo. Hallo, Amit. Hast du nicht mal erwähnt, dass du Koboldogak sprichst? Habe ich. Ich meine, tue ich. Sprechen. Hat das was mit dem Kobold zu tun, mit dem ich dich in Hogsmeade gesehen habe? Genau. Er heißt Lodgok. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Er wartet bei einer Koboldmine auf mich. Wärst du bereit zu helfen? Natürlich. Wie aufregend. Ich meine, nun ja... Kann das gefährlich werden? Ich glaube, er will mir bloß etwas zeigen, das mit Koboldogak zu tun hat. Er ist ein Freund von Sirona, wenn das hilft. Das ist gut zu wissen. Wenn Sirona ihm vertraut, fühle ich mich gleich viel besser. Mhm. Du sagtest, du sprichst Koboldogak. Aber wie gut. Ich lese Koboldogak schon seit ich klein bin. Meine Eltern haben eine umfangreiche Bibliothek. Als ich von den Klassikern genug hatte, habe ich Koboldwerke verschlungen. Ich würde dir ja ein paar Titel nennen, aber die würdest du nicht verstehen. Du sagtest, du sprichst Koboldogak. Aber wie gut. Oh, ich lese Koboldogak schon seit ich klein bin. Meine Eltern haben eine Bibliothek. Warum bist du wieder rum? Als ich von den Klassikern genug hatte, habe ich Koboldwerke verschlungen. Ich würde dir ja ein paar Titel nennen, aber die würdest du nicht verstehen. Könntest du bitte da drauf bleiben, Hast danke. Hast du je direkt mit einem Kobold gesprochen? Tatsächlich nie. Ich bin ja so gespannt darauf. Ein echtes Gespräch in Koboldogak mit einem Muttersprachler. Ich kann es kaum erwarten, subtile Aussprachen und Klänge bestätigt zu bekommen, die mir vielleicht entgangen sind, so als Autodidakt. Lodgok wartet schon. Wollen wir? Sofort. Ich wollte nur kurz die Aussprache von ein paar Begriffen überprüfen. Wir sehen uns dort. Okay, dann gehen wir mal... Auf die Karte, wie ich mir gedacht habe, ist das etwas weiter weg. Ja. Ja. Gut, sehr schön. Das führt uns zur Mine hier, wo ich eigentlich hin will. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt damit auch ins zweite Gebiet. Klar, Imperium Fluch wäre jetzt wahrscheinlich praktisch dann. Ich denke mal, den werde ich dann in der nächsten Folge in Angriff nehmen, wenn wir hier hoffentlich das Gebiet aufgeschaltet haben. Ich hoffe, dass wir es auch ohne Probleme schaffen. Wir haben ja zum Glück unseren Kaukohl und wir haben auch unsere Venomosa. Die ist ja auch momentan relativ gut. Ein Freund, der Koboldogak spricht, wird uns hier treffen. Könnten Sie mir vorher vielleicht sagen, warum wir hier sind? Natürlich. Leider hatte der Helm von Erdcott auf Renrock nicht die Wirkung, die ich mir erhofft hatte. Er wusste bereits von dem Diebstahl und nahm an, dass ich mir Hilfe von Hexen oder Zauberern geholt hatte. Och, Mann. Wie sonst dachte er, dass der Helm zu den Kobolden zurückkehrt? Es scheint, als habe er kein Interesse an einer Versöhnung. Wenn es um Renrock geht, fürchte ich, können wir kein vernunftbegabtes Denken erwarten. Nö. Verdammter Bragbor mit seinen Büchern. Bragbor? Ein Vorfahre von Renrock, der sich auf Metall verstand. Sollen wir zusammenarbeiten, muss ich Ihnen wohl mehr erzählen. Vor kurzem sollte ich Renrock einige Bücher von Bragbor besorgen, die entdeckt worden waren. Sie beschrieben Behältnisse, die Bragbor für eine Gruppe von Hexen und Zauberern anfertigen sollte. Was meinen Sie mit Behältnisse? Große magisch verstärkte Behälter, gefertigt aus Koboldmetall. Renrock heuerte Verstärkung an, um mir bei der Suche zu helfen.
Wir sollten an Orten suchen, die mit 5 Namen aus den Büchern zusammenhängen. Rackham, Fitzgerald, Bacar, Morgenack und Rookwood. Schloss Rookwood? Dort begannen wir mit der Suche. Warum sind Renrock diese Behältnisse derart wichtig? Er ist an ihrem Inhalt interessiert. Seit Jahrhunderten weigern sich Zauberer, magisches Wissen mit Kobolden zu teilen. Ha, nicht mal Zauberstäbe dürfen wir benutzen. Daher haben viele Kobolde, mich eingeschlossen, Hexen und Zauberern ein Leben lang misstraut. Renrock war überzeugt, dass die Behältnisse eine magische Kraft enthielten, die die Zauberer für sich behalten wollten. Er war, ist entschlossen, sie für die Kobolde zu sichern. Doch... Da kommt mein Freund Amit. Am besten besprechen wir das später weiter. Ich grüße Sie, Lord Gok. Es ist mir eine Ehre. Sie sprechen Koboldugak? Oh, Bagaleo. Genug. Bitte sagen Sie mir, dass das kein Koboldugak sein sollte. Nun tja. Vielleicht war meine Aussprache nicht ganz richtig. Vielleicht ein anderer Dialekt? Aussprache ist nicht das Problem. Ich erkenne das kaum als Sprache wieder. Ich schätze, dass Sie Koboldugak besser lesen, als Sie es sprechen können. Das kann ich, Sir Lord Gok. Nur Lord Gok. Glücklicherweise brauchen wir nur jemanden, um schriftliche Pläne zu entziffern, da ich nicht mit Ihnen kommen kann. Was für schriftliche Pläne? Und warum können Sie nicht mit? Wir brauchen einen Hinweis auf Renrocks Wissen oder Vorhaben. Ein achtloser Anhänger hat womöglich Pläne zurückgelassen. Und ich kann nicht mitkommen, weil Renrock auf keinen Fall von meiner Anwesenheit erfahren darf. Yep. Sie müssen vor allem ungesehen bleiben. Vom Auge über der Zaubertür und herumlungernden Anhängern. Was müssen wir noch über die verzauberte Tür wissen? Die Tür bleibt verschlossen, solange das Auge sie sieht. Sie beide müssen unsichtbar sein, um hineinzugelangen. Nach allem, was ich über Zauberermagie weiß, sollte das nicht zu schwer sein. Amit okay. Und ich schaffen das. Ich warte auf Ihre Rückkehr. Dann also bis bald. Okay, das heißt, wir werden jetzt... Da lang. Das heißt also, wir werden jetzt hier wohl ins neue Gebiet wechseln. Das ist schon mal sehr schön. Da ist sie. Ich bin gut im Herumschleichen. Ja. Diese Tür beobachtet uns. Aber sie sieht uns nicht. Puh, das könnte jetzt spannend werden. Das wird lang, knapp. Gut, aber wir werden das jetzt versuchen durchzuziehen. Ich hoffe, dass wir nicht ganz allzu lange mit dem Hauptquest Bücher verbringen müssen. Bücher bereiten zu wenig auf die Wirklichkeit vor. Ja. Eine echte Koboldmine. So groß hätte ich sie mir nie erträumt. Ja, ich würde gerne aber hier etwas mit Tarn und Täuschen gehen. Ich habe einen echten Kobold getroffen. Ja, schön für Sehen dich. Sehen wir uns um und dann verschwinden wir. Schau dir diesen Aufzug an. Beeindruckende Arbeit für so ein schlichtes Gerät. Ich glaube, ich Davon weiß mal schon, abgesehen, was ist es der einzige Weg, um weiterzukommen. Bombarder! Diese Maschinen hier laufen mit Dampf. Interessant. Ja, ich weiß schon, was wir brauchen. War das Defindo? Nee, Confringo war das. Confringo! Ja. Ich frage mich aber... Da oben ist was. Sind das Truhen da oben? Nee, das ist Mondstein. Okay. Weil es geht hier definitiv abwärts jetzt. Ich fasse es nicht. Wir sind in einer echten Koboldmine. Akio. Okay, irgendwas müssen wir noch hier machen. What the? Ah, okay.
Okay, das war was anderes. Das hat uns nur Zeug gebracht. Ich würde aber mal sagen, ich werde einmal hier ändern. Das ist der hier. Da würde ich gerne Bombarder nach da unten machen. Nein! Oh. Ich lasse mal nämlich den hier. Ich habe von solchen Minen gelesen, aber ein Akio. Ganz anderes. Okay. Okay, wir müssen uns wahrscheinlich jetzt rüberziehen. Ist der eigentlich drauf gewesen? Ja, ist er. Gut. Bleib ganz ruhig, Amit. Ich bring dich hier heil wieder raus. Wie viele haben wir denn da? Zwei, drei, vier Stück. Okay. Vier Stück. Die sollten wir schaffen, oder? Wir machen... Passt auf, wo ihr hintretet! Oh, oh, oh. Petriticus Totalus. Okay. Wo sind die Pläne abgeblieben? Gerade eben hatte ich sie noch in der Hand. Okay, der könnte uns gleich sehen. Wir warten noch. Dreh dich rum. Dreh dich rum. Guck in eine andere Richtung, bitte. Renrock wird unsere Zu... Okay, dann holen wir dich da. Das war etwas mehr, als ich gewohnt bin. Was? Ich bringe uns hier sicher durch, Amit. Du hast mein Wort. Wir werden beobachtet. Von einer Tür. Schon wieder die Tür, so eine Tür. Okay, hier gibt's doch ein paar Sachen, was mich... Okay, was sind denn das für Sachen hier? Revelio. Ja, aber ich glaube, da kommen wir noch hin, hoffentlich. Ja, dich will ich nicht. Hallo? Akio. Okay. Da kommt doch bestimmt hier wieder was runter, oder? Wir kommen nicht weiter, solange dieses Auge uns sehen kann. Das Auge kann uns nicht sehen. Ah, warte mal. Wir müssen hier irgendwie... Müssen wir hier Dampf machen? Revelio. Ach, keine Ahnung. Egal, wir gehen weiter. Oh, warte mal. Confringo. Wahrscheinlich geht das jetzt hier. Yo. Jetzt geht's. Aha. Was bringt uns das? Revelio. Okay, keine Ahnung, dass es hier gebracht hat. Oh, da ist eine Truhe. Mal kommen wir da hoch. Kommen wir von hier aus da hoch? Ja, Tatsache. Expelliarmus. Nein. Bombarda. Gut. Okay, was haben wir hier? Kohle. Hallo. Oh, sehr schön. Gut, dann können wir jetzt weitergehen. Ich fühle mich wie eine Figur aus dem Abenteuerroman, die ich in den Sommerferien. Ja, ist schön für dich. Was haben wir hier noch? Sehen wir uns um, Amit. Vielleicht finden wir irgendwelche Pläne. Ich würde sagen, das sind sie. Sollten doch irgendwo Pläne sein. Revelio. Also das könnten die hier sein.
Ein Bauplan. Sie errichten irgendetwas. Ich weiß nur nicht was. Seltsam. Okay. Es muss sie noch mehr Notizen geben. Was könnten die bauen? Oh, ist hier viel. Okay, wir gehen mal hier hoch. Und schauen mal, ob wir hier irgendwas finden. Ah, okay. Hier ist noch ein netter Kerl. Das sind zwei nette Kerle. Drei nette Kerle. Faszinierend, Koboldogak in Koboldhandschrift zu sehen. Diese Schnörkel sind wirklich außergewöhnlich. Ich werde schon noch herausfinden, was sie hier unten bauen. Wenn du mal vorbeikommst. Easy peasy lemon squeezy. Okay, das haben wir geschafft. Wir können jetzt auch ein bisschen freier uns bewegen. Solange die da alle weg sind, das ist schon mal gut. Ah ja, sehr schön. Hier werden wir noch ein bisschen plündern. Hier ist... Komm mal halt. Ich habe dich im Augenwinkel gesehen. Wir haben zwar viele Galeonen, aber hey, zu viele können wir nicht haben. So, wo geht's denn weiter? Haben wir hier irgendwas Interessantes noch? Hier hoch können wir auch noch. Dann würde ich gerne nochmal hier hochgehen. Ob hier irgendwas ist. Ah! Hier haben wir ja die ausgeschaltet, ich Dösbuddel. Haha, hier ist noch eine Treppe. Gut zu wissen. Leider zu spät. So, was haben wir hier noch? Da ist noch ein Plan. Was haben wir hier? Da sind nette Kerle. Da werden wir uns wieder unsichtbar machen müssen. Schlau. Ist mir doch wesentlich lieber. Wenn ich das korrekt übersetze, und ich denke, das tue ich, bauen sie an etwas ziemlich Großem. Aber woran? Sag mir, wenn du weitere Pläne oder Zeichnungen findest. Wir können nicht mit leeren Händen zu Lodgok. Okay, was haben wir hier? Wir haben. Du solltest es mittlerweile besser wissen. Einige. Alle haben es dir gesagt. Das passiert. Hallo. Ab die Post. Komm, fress sie auf, damit wir Ruhe haben. Ist da jemand? Schade. Oh, der kommt aber sehr nah dran. Könnten wir aber ganz dezent so ausschalten. Kommt der hierher? Nee. Okay, wir haben jetzt nur noch den da oben. Ja, ja, ich dich auch. Ist okay, du siehst uns. Ja, du siehst uns. Ist mir egal. So, den da oben können wir nicht anders da ausschalten. Okay, wir haben die Tränke auf jeden Fall. Ist hier noch irgendwo einer, der uns nerven könnte? Nein. Das heißt, wir werden uns jetzt mal den da oben vorknöpfen. Eins, zwei und drei. Gut, der ist erledigt. Halt dich an mich. Ich habe schon Schlimmeres überstanden. Ja. Noch ein Kessel. Der Ort ist komplexer, als ich erwartet habe. Confringo! Akio! Ich habe das Gefühl, dass wir da gleich weiter müssen. Aber ich würde gerne hier einmal alles untersuchen, was wir untersuchen können. Okay, wie kommt man denn? Ah, okay. Ach, Bombarde.
So, dann holen wir uns den hier. Können wir hier eine Abkürzung nehmen? Oh. Revelio. Niffler-Statue. Das heißt, in so Dungeons kriegen wir auch... Oh Gott, dann muss ich in die anderen Dungeons zurück. Wahrscheinlich haben wir da irgendwo die Einhorn-Statue übersehen. Oh, nee. Ja gut, Mega-Power-Trank ist mir sowas von piep egal, brauchen wir nicht. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Ich hoffe, dass das richtig ist. Ja, sieht gut. Warte. Was ist das da? Was ist das da? Was ist das? Das sind... Ach, das ist... Oh, okay, jetzt weiß ich wieder. Das ist diese... da wo wir weiter... Oh, da sind die Pläne. Noch ein Bauplan. Was haben Sie da vor? Egal was, diese Mine ist zu klein dafür. Okay, da kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir müssen tatsächlich hier weiter. Wir haben zwar genug, aber hey, was wir mitnehmen können, können wir mitnehmen. Und vor allem wird es uns ja auch nicht mehr angezeigt. Das ist ja das Wichtigste. So, jetzt bin ich mal gespannt, was uns noch erwartet. Ich habe das Gefühl, dass wir hier... Oh, 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 oh. Zwischensequenz. Was für eine Vergeudung meines Talents. Wir wollen ja nicht gesehen werden, oder? Ja, nee. Wollen wir nicht. Ich würde sagen... Könntest du bitte aus dem Weg gehen? Das wäre sehr nett. Kommt mal her. Legt mal ein bisschen los, ihr zwei. Hallo, Fass! Ja, dann... Einen Moment. Ah, jetzt. Ist da jemand? Hallo? Revelio. Okay, wir haben da oben einen. Okay, dann haben wir zumindest... die Alpix ausgeschaltet. Okay. Mal habe ich wirklich was gehört. Gut. Was haben wir denn da noch Schönes? Okay. Das dürfte ein Powertrank sein. Ja. Alles klar hier, falls das jemanden interessiert. Ja, wir holen erstmal dich. Okay, dann holen wir uns. Ne, dich holen wir uns. Okay, den haben wir. Könntest du bitte dem... Ja, so sollte das doch sein. Das waren sicher die letzten Amide. Revelio. Okay, wir müssen hier irgendwo wieder ein Feuer entzünden. Würde ich sagen. Okay, was haben wir denn dann noch? Ja gut, gehen wir weiter zum nächsten Raum. Ich denke mal, dass wir da... Ja, ja, da ist der nächste Kessel. Komm, mach die Tür auf. Ah ja, perfekt. Kafringo. Akio. Das dürfte der Aufzug dann sein, ja, wie ich mir gedacht habe. So, was haben wir hier noch? Revelio. Da ist noch was. Ich glaube, das ist die letzte Seite. Das ist nicht gut. Sie bauen riesige Bohrer. Sogar zu groß für diese Mine. Die habe ich doch schon gesehen gehabt. Verschwinden wir und erstatten Lodgok-Bericht. So, wo ist denn diese Truhe? Ist die da oben?
Die ist da oben. Ich hoffe, dass wir jetzt nur eine Etage höher fahren. Das wäre sehr blöd sonst. Ich muss erstmal kurz durchatmen. Das war etwas zu viel für mich. Ja, ist doch okay. Gut, dass du mitgekommen bist, Amit. Wir kennen jetzt ihre Pläne und können verschwinden. So ein dummes Gefühl. Dass das noch nicht alles war. Revelio. Ja, muss ich doch. Da ist noch was. Da gehen wir noch schnell hin. Da ist wahrscheinlich die letzte Truhe, die wir suchen. Alohomora. Weil eine fehlt uns ja wohl noch. Hallo? Warum hast du so lange gebraucht, um aktiviert zu werden? Dann wäre ich sonst da geblieben. So, hier müsst ihr noch... Ja, das ist die letzte Truhe. Revelio. War es das? Nee, da ist er noch... Gut, so, ich denke mal nicht, dass jetzt nochmal viel passieren wird. Hoffe ich mal zumindest. Wir sind fast draußen, Amit. Sieh mal, der Aufzug. Ein willkommener Anblick. Oh, ich habe ein dummes Gefühl immer noch. Okay, wir haben die Mine geschafft. Dann gehen wir zu Lodgok, geben die Quest ab und dann haben wir es für diese Folge geschafft, würde ich mal sagen. Wo ist er denn? Können wir darüber reden, was gerade passiert? Das war halt so wild, oder? Doch, war es. Ich fürchte, ich hatte genug Abenteuer für einen Tag. Vielleicht sogar für mein ganzes Leben. Danke, Amit. Ohne dich hätte ich es nie geschafft. Wenn es dir nichts ausmacht, muss ich jetzt mit Lodgok sprechen. Verstanden. Dann lasse ich euch allein. Ihre Kobold-Geheimnisse sind bei mir sicher. Doch irgendwann schreibe ich ein Buch über dieses Abenteuer. Ja, wenn wir alles erledigt haben, bitte. Ohne weitere Umschweife, lebt wohl. So, dann gehen wir mal zu Lodgok. Leider doch nicht in das nächste Gebiet dadurch. Sie bauen gigantische Bohrer. Wir haben ihre Pläne gefunden. Ranrock wird bestimmt nach den Behältnissen suchen. Ich fürchte, da haben Sie recht. Abgesehen von Schloss Rookwood weiß ich aber nicht, wo er zu suchen plant. Ich habe über noch etwas nachgedacht, was Sie draußen gesagt haben. Ja? Wenn Sie Ranrocks Ansichten teilen, warum helfen Sie mir dann? Ich hielt Schloss Rookwood für verlassen, als ich mit meiner Suche begann. Ich hätte nie gedacht, dort eine Hexe anzutreffen in einer improvisierten Forschungsstätte. Sie hat so konzentriert gearbeitet, dass sie mich fast nicht bemerkt hätte. Als sie aufsah, dachte ich, sie reagiert mit Angst oder Verachtung. Aber sie tat etwas, was ich nie vergessen werde. Ohne eine Sekunde zu zögern, lächelte sie und bat mich, Platz zu nehmen. Sie sagte, sie sei Forscherin und zeigte mir einen kleinen, seltsamen Behälter mit einem fremdartigen Symbol. Sie meinte, er sei aus Koboldmetall, aber konnte ihn nicht öffnen. Sie wollte zusammenarbeiten. Miriam. Ja. Aber woher... Professor Figgs Frau. Er hat von ihrer Forschung erzählt. Und ich weiß von dem Behälter. Ah. Wie ehrfürchtig sie von Kobolden sprach. Ihrer Intelligenz und ihren Talenten. Damit hatte ich nicht gerechnet. Nie haben mich Hexen oder Zauberer mit so viel Respekt behandelt. Und, zu meiner Überraschung, ließ ich sie den Behälter untersuchen, wenn ich mich dafür im Schloss umsehen durfte. Wir trennten uns und sie versprach, ihre Erkenntnisse zu teilen. Mehr von Renrocks Leuten kamen und wir begannen zu graben.
und fanden schließlich das erste Behältnis. Renrock war erfreut über unseren Fund, aber zornig, als ich ihm von Miriam erzählte. Ich sollte keiner Hexe vertrauen. Als ich hörte, dass sie tot ist... Du glaubst, Renrock hat sie ermordet? Ich will es nicht glauben. Aber ich weiß nicht. Danach veränderte sich etwas in mir. Ich hatte erlebt, wie die Macht der Behältnisse Renrock verwandelt hatte. Und alle anderen auch. Da konnte ich nicht länger mitspielen. Danke, Lord Gok, dass Sie mir das sagen. Ich sage Ihnen das, damit Sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Renrock hat Brackbaus Bücher nie alle gefunden. Aber aus den gefundenen ging hervor, dass Brackbaur irgendwie ein Behältnis gebaut hat, das noch größer ist als das unter Schloss Rookwood. Ihre heutige Entdeckung beunruhigt mich zutiefst. Wenn Renrock erfährt, wo sich das Behältnis befindet, steht uns ein großer Krieg bevor, fürchte ich. Ich finde heraus, was Renrock weiß. Ich schicke meine Eule. Okay, jetzt verstehen wir so ein bisschen mehr, warum Lodgok der ist, warum er so uns auf uns zugeht. Wird es immer schlechter. Wenn die Chance besteht, dass das Relikt aus Slytherins Zauberbuch ihr helfen kann, muss ich es finden. Dafür brauche ich deine Hilfe. Okay, hier lernen wir wohl den Imperium. Der Katakombe. Ja, er kann Miriam. Jetzt ist so verständlich, warum er so geworden ist, warum er sich so uns gegenüber verhält, warum er uns versucht zu helfen. Weil er gemerkt hat, dass es nicht nur, ja, schlechte Zauberer und Hexen gibt in dieser Welt. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es in der Hinsicht weitergeht mit Lodgok. Ich bin auch gespannt, wie es mit den anderen Quests noch weitergeht. Wir haben jetzt wieder eine Quest zubekommen. Ja, drei haben wir zu machen. Im Schatten der Mine wäre dann halt das. Ja, hier lernen wir den Imperio-Fluch. Das heißt, den werden wir als nächstes machen. Die drei werden wir dann in der nächsten Folge angehen. Und dann werden wir zur Mine gehen und schauen, was uns denn da erwartet. Noch sind wir leider nicht in das neue Gebiet gekommen. Nein. Da fehlt uns ja leider noch ein bisschen was. Aber das wird in Zukunft irgendwann nochmal passieren. Aber ich würde sagen, da lassen wir uns noch überraschen. Und ja. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.